Hallo. Ja, ich bin's. Ich bin fast bei mir. Und jetzt würde ich dir mal sagen, weswegen nur fast. Weil ich gerade eine Zusammenfassung, so einen Zusammenschnitt von einer Reality, Scripted Reality-Geschichte gesehen habe. Da sträubt sich einem alles. Und dann muss man einer Frau darüber erzählen können, einer Freundin, die die versteht. Jo, Kind, ich weiß, was los ist. Das macht gar nichts. Das passiert mal heutzutage. Irgendwie sind immer irgendwelche Idioten unterwegs, die andere vorführen müssen. Von anderen Vorführereien erzähle ich später. Das möchtest du vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht kannst du mal wieder ein bisschen spazieren fahren, was Schickes aufnehmen. Ist doch ein schicker Tag heute. Ich weiß nicht. Diese Frau, also so eine Tauschgeschichte war das, Frauentausch. Nicht jeder kann perfekt lesen, das weiß ich. Das ist auch keine Schande. Dein ja, dann ist das Problem, das Wort Territorium ist, war ich auch schon an, zu entziffern oder zuzuordnen. Sie konnte es also aufschließen, das Schlafzimmerlein, und da stand ein Bett. Darauf lag wieder ein Zettel, da stand dann drauf, dein Rückzugsort. Das Wort dein reicht ja. Wenn man da ein Bett sieht, weiß man, man darf da schlafen, wahrscheinlich. Möglicherweise auch noch waagerecht. Aber es ist, dann hat sie gesagt, und die haben sie vorgeführt, die Arme. Ich weiß nicht, was sie dir vorher erzählt haben, der Frau, meine ich. Das sagt bloß oft genug bäh, oder öh. Das hat sie nämlich getan, ohne Unterlass. Sie kocht kein Bio, sondern das ist nämlich Dreck. Gemüse ist Dreck. Igitt, Brot? Sie wollte Wurst. Ich habe das absichtlich so gesagt. Denn ich weiß nicht, ob sie so die intelligenteste Schauspielerin der Welt ist, dass sie das die ganze Zeit durchhalten konnte. Ich habe das nur ein paar Minuten mit Andreas sehen können, da waren wir also bedient quasi. Also nicht jeder kann perfekt lesen oder sprechen, das muss auch nicht sein. Das ist heutzutage gar nicht mehr so drin. Das ist fast schon normal. Ich schicke dir das gleich. Denn, da sollte sie wohl auf Geheiß dieser Regieanweisungen alles aus dem Kühlschrank rausholen, was drin war. Da holte sie Teewurst raus und Bierschinken oder Bierwurst raus. Gab's nicht. Gibt's nicht. In ihrer Schule gab es das T nicht. Finde ich sowieso eine alberne Erfindung. Man muss eigentlich ein Vokal anhängen, damit man das später auch für die Schreibschrift besser... Ach, das ist ein anderes Thema. Das ist ungesund, Dreck zu essen. Andere sagen wiederum, es sei sehr gesund und reinigt den Magen. Reinige, meine ich, den Magen. Nein, nicht notwendigerweise, würde ich sagen. Es passiert, dass irgendein Sandkorn in unser System kommt und dann kommt der Körper damit normalerweise klar. Aber es gibt tatsächlich offenbar, die Frau, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wo finden die die? Das ist gefährlich, weil die in der zweiten Generation ihre Kinder vormittags vor den Fernseher setzen und dann dürfen die sich das ansehen. Sowas. Weil Mama irgend so ein Zeugs im Hintergrund hören muss oder sowas. Ich bin empört. wegen der Kinderlein, die eines Tages, irgendwann, sagen werden, was habt ihr da bloß gemacht? Was habt ihr euch gedacht? Wieso habt ihr mich in so ein Gedöns reingezogen wie Tauschmammis oder Vergleichskindergedöns? Kinderverziehungsschoß nenne ich das nicht. Ne? Liebevoll wird es von mir nicht Erziehungsschoßvergleich oder sowas genannt, sondern Verziehungsshow. Und jetzt schicke ich dir das erstmal, ich reg mich jetzt gleich wieder ab. Aber, und wie geht's dir so? Sind dir irgendwelche manchmal eventuell Menschen untergekommen, die meinetwegen nicht perfekt lesen konnten, aber sich darauf verlassen, dass andere alles erledigen? Denken zum Beispiel. Oder dass das die Kindergärtnerin schon machen. Es wird schon. Oder sowas. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, dass sie sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Absolut kein Problem. Schaffen wir. Irgendwann kommt die Retourkutsche. Und dann
Sagen die Kinder ihren Eltern mir mal Bescheid, was habt ihr überhaupt mit mir gemacht? Ich mache mich jetzt mal fertig. Denn mir wird gleich ein Essen gebracht. Tut mir leid, mir fiel niemand ein, den ich deswegen sonst ansprechen konnte. Ganz einfach. Das ist weil. Wo? Die haben die ganze Zeit mit Leuten zu tun, wahrscheinlich, die. Also, einige davon dürften ein bisschen. Also, so ein bisschen weniger Wert darauf legen, was da so gesehen wird. Was als Ausgleich vielleicht präsentiert wird. Ein Buch oder ein Musikinstrument oder Natur. Erdbeerkäse hat echt viele Vitamine. So, jetzt wissen wir es. Ja, irgendwas wird wohl drin sein. Aber Zucker? Nö. War sie sich ganz sicher. Die wird als dämlichste Frau Deutschlands bezeichnet. Das hat sie nicht verdient. Ich wette, das sind noch andere, die das müssen bestimmt übertreffen. Die nehmen Rosen in Empfang und denken, sie seien prominent. Ugh.